Gockel eine Mail, damit ich weiß, was ich bei Ori machen soll. Der Gockel, der wird's schon wissen. Ich stehe hier schon sehr lange, aber der Bär wird nicht wach. Okay, ich google jetzt einfach mal Ori, Will of the Wisps, Bär wecken. Ich weiß nicht, was der mit Scheiß größer als Grashalm meint. Ori, Bär wecken. Hä? Okay, hier steht, der Eingang wird von einem schlafenden Bären versperrt. Nutzt eure Fähigkeit Flattern, um dem Bären die Nase zu kitzeln und ihn so zu wecken, nachdem ihr mit ihr Bau gesprochen habt. Was ist denn Flattern jetzt schon wieder? Okay, Moment. Kikeriki, kikeriki. Macht ein Gockel nicht Gurukuru? Was ist denn unsere Fähigkeit Flattern? Das hier? Das ist es eben, ne? Was ist denn Fähigkeit Flattern? Durch den Kampfschrein gerade haben wir einen weiteren Platz bei den Geistersplittern freigeschaltet. Ja, nice. So, wie kitzeln wir dem Bären die Nase? Ich würde ihm am liebsten den dicken Zeh in das Nasenloch stecken. Dann wird er schon merken, dass er wach werden soll. Aber ich glaube, das ist so vom Spiel nicht vorgesehen, vielleicht. Also ich finde, das ist eine gute Idee, dem Bären den dicken Zeh in die Nase stecken. Würde ich mal gerne machen. Ist schon mal sowas, was bei mir auf der To-Do-Liste steht, ne? Musst du unbedingt mal gemacht haben. Dem Bären deinen Zeh in die Nase stecken. Wäre schon cool. Was ist denn die Flügelstutzen? Klebrig, Dreifachsprung, Geheimnis. Erstmal, was nehmen wir überhaupt rein? Wir nehmen rein, Belastbarkeit, weniger Schaden. Oh. Weniger Schaden ist immer gut. So. Perfekt. Bei uns auf der Arbeit sagt mal jemand zu Google Gockel. Ich sag mal gurgeln zu Google. Wach, werd wach, werd wach. Was ist denn unser Blitz? Flattern! Darauf wäre ich halt überhaupt gar nicht gekommen, ne? Was größer ist als ein Grashalm. What the fuck? Wie soll man denn darauf kommen? Nein, die schöne Musik. Okay. Hallo, Bauer. Wie gemein. Das ist echt gemein. Ich habe von deiner Ankunft geträumt, Geist. Aber du kommst zu spät. Und dieses Land ist zu hart, zu kalt. Die Frühlingsblüten schlummern unter dem Eis, hoch oben auf dem Berggipfel. Es gibt nichts zu tun, außer zu schlafen. Alter, wollen wir Freunde werden? Ich finde, deine Einstellung ist genau die richtige. Bauchspitze. Du hast dir den Urlaub aber auch verdient. Ach da. Aber ich habe ja die Woche frei. Ich musste von Vorschau heute Dienstag bis diese Woche Montag arbeiten. Oh, was hast du denn gearbeitet? Was machst du denn noch so nebenbei, während du studierst? Komm mal da oben schon dran? Komm mal nicht. Da oben ist ein Stein, den man runterwerfen kann. Ich glaube, das könnte dann noch viel gemeiner für den Bären werden. Aber da kommen wir von hier auch noch nicht hin, ne? Da hast du den Urlaub auch verdient, das stimmt. Musste von Forscherwoche Dienstag bis diese Woche Montag arbeiten. Auswärts bin wieder mit Zug unterwegs gewesen. Okay. Gut. Also ist das dann hier der richtige Weg, aber das mit der Feder zum Flattern rausnehmen, da wäre ich, glaube ich, echt nicht drauf gekommen, ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. So, Moment. So weit, so gut. Können wir uns hier dran festhalten? Ja. Ah, es ist aber... Okay, es ist aber rutschig. Weil es vereist ist.
Okay, okay, okay. Ich schau noch mal ganz kurz, was es denn hier gibt. Ah. Einmal noch kurz wieder wechseln. Genau. Das kriegen wir von hier nicht kaputt. Lesebücher für behinderte Kinder. Du liest Bücher für behinderte Kinder vor. Oh, cool. Schön, schön. So. Ja, da rechts kann man noch nicht weiter. Was passiert denn, wenn wir... Okay. Ich dachte jetzt schon, wir würden dem Bären irgendwie damit wehtun oder so. Aber glücklicherweise nicht. Wir bereiten uns nur einen Weg vor. Ah, ja. Aua. Aber das Problem ist... Das Problem ist... Okay, wir gehen erstmal links weiter, würde ich sagen, oder? Ich glaube, wir haben ein bisschen Problem, wenn wir versuchen... Oh Gott, ist schon wieder sowas. Wenn wir versuchen, hier weiterzugehen... Oh no, ey. Oh no, ey. Ja. Wir sollten die viel... Aua. Wir sollten die vielleicht da unten einfach mal in Ruhe lassen. Und dann mal schauen, ob wir hier überhaupt so weiterkommen. Diese Woche mache ich gelegentlich Homeoffice. Mach, liest du dann den Kindern Bücher über Videokonferenz, über Sprachchat oder sowas vor? Oder was meinst du jetzt mit Homeoffice? Okay, hier geht es auch nicht weiter. Ah, lass uns einmal das Nest bitte kaputt machen, ja? Bevor es uns wieder kaputt macht. So, lass mich in Ruhe. Und dann müssen wir mal schauen. Anscheinend muss es ja doch irgendwie links weitergehen, ne? Aua. Uah, wir haben wieder so wenig Leben. Eigentlich muss es dann vielleicht doch rechts weitergehen. Oh, da links ist noch so ein Erdstück, ne? Ah, es kann auch unten weitergehen. Stimmt. Wir könnten aber auch theoretisch versuchen, ob wir schon irgendwie nach oben kommen. Das Einzige ist halt nur, dann hätte es keinen Sinn gemacht, dass wir den Stein darunter geworfen hätten, na? Ich glaube fast, wir sollen erstmal unten weiter. Ja, komm da oben dran. Ja. Nein, okay, ich glaube nicht. Ich glaube... Oh, oh, oh. Ich glaube, es ist erstmal dafür gedacht, dass wir unten weitergehen. Du studierst ja Geschichte. Ja, genau. Bei uns im Betrieb ist Corona. Da fahre ich mit dem Zug zu behinderten Menschen und lese Bücher aus alten Geschichten vor. Okay, cool. Das ist ja echt schön. Und bei dir, Kitty, wie lange bist du jetzt schon... wie lange bist du krankgeschrieben? Und was machst du dann die ganze Zeit so Schönes? Oh. Ist da ein Suppentopf oder was? Wollen die uns kochen? Aua. Und ich spring doch wie so ein Depp fast freiwillig rein, ne? Um Flattern zu verwenden, halte LT gedrückt. Ja, ja, gut. Also wir... Okay. Wir brauchen also Flattern? Okay, wofür brauchen wir das? Muss ich das irgendwie so weiterleiten? Müssen wir das hier aufheizen oder was? Aua. Okay, wofür? Wofür ist es gedacht? Wofür? Ups. Nochmal. Ich glaube, ich treffe nicht, ne?
Treffe ich oder treffe ich nicht? Aha, jetzt habe ich getroffen. Und jetzt schmilzt das Eis und jetzt können wir uns auch länger festhalten. Nee, see. Wir brauchen nur mal eben noch einmal. Ja. Ich würde da oben die Lichter gerne nehmen. Aber ich glaube. Oh, doch, wir sind dran gekommen. Okay, nice. Da haben wir auch wieder so viele von, ne? Wäre auch mal wieder schön, die irgendwann wegbringen zu können. Genau. Jetzt gehen wir mal wieder hoch. Und jetzt sollte hier oben das Eis ebenfalls geschmolzen sein. Oder? Ja, genau. Und dann kommen wir nämlich auch weiter oben weiter. Okay, cool. Oh, mehr Leben. Her damit. So. Naja, da kommen wir immer noch nicht weiter. Das ist nicht das Problem. Aber es könnte halt auch jetzt hier links geschmolzen sein. Oh nein. Okay, hier ist es interessanterweise nicht geschmolzen. Warum auch immer. Warum ist das hier nicht geschmolzen? Okay, merkwürdig. Ah, weil wir... Ja, okay, das ist wieder eine andere Ebene oder so. Ich war jetzt ein Teller Spaghetti mit Polo essen. Das hört sich lecker an. Ich hoffe, die hat es geschmeckt. Spaghetti Bolognese ist auch sowas, das wird nie langweilig, oder? Das kann man immer essen und es schmeckt einfach immer geil. Man hat auch immer Bock drauf irgendwie. Also so geht's mir zumindest. Ah, okay, I see. Ja, Moment. Komm schon, gib mir dein. Ah! Nein, komm. Ich weiß nicht genau. Oh, nee. Das Problem ist, wir sollen von da aus da hochkommen, oder what? Okay, Moment. Wir können ja hier warten, ne? Der kommt aber noch nicht raus. Aua! Reicht. Ah, jetzt haben wir's. Oh, Moment. Und dann müssen wir... Nein! Ich wollte nur die Geisterlichter. Mehr will ich nicht. Ja! Oh, nein! Ah! Halt dich doch da fest! Marvin im Stress? Ja! Das ist aber auch stressig! Es ist halt echt nicht leicht! So, jetzt komm! Schieß dein Gespucke... Nein! Da war ich zu langsam! Aua! Fuck! Ich panicke aber auch so oft bei dem Spiel. Okay, jetzt haben wir's. Pass auf, so... So, jetzt nur einmal die Geisterlichter, bitte. Genau. Und jetzt einmal hier runterfallen lassen. Nein. Und nein. Ja. Oh, wir haben's. Wir haben aber kaum noch Leben. Bitte speicher. Was macht Marcel zurzeit? Ja, Marcel, was machst du zurzeit? Du bist auch noch arbeiten, oder, Marcel? Oh. So weit, so gut. Das war echt nur für dieses große Geisterdingensbummens. Hart am Arbeiten gerade. Genau. Du Hartmalocher. Du tust mir so leid. Hast Homeoffice. Morgen frei? Okay. Ob der das verdient hat, mal frei zu haben, ich weiß ja nicht. Oh, es ist ein Hebel. Sieh an. Praxisphase ist vorbei. Eigentlich arbeitest du wieder nur dienstags und freitags.
Nur dienstags und freitags. Und der Rest wäre dann jetzt wieder Uni, oder was? Autsch! Nein, ich dachte, das Leben wäre schon wieder nachgespawnt, aber nö. Okay, wir müssen mal schauen, dass wir... So. Hier weiterkommen und vor allem müssen wir schauen... Vorlesung beginnt im Oktober, okay. Und vor allem müssen wir schauen, dass wir ein bisschen mehr an Leben kommen. Eigentlich scheiß auf die paar Geisterlichter da oben, ne? Und hier haben wir dann schon wieder das nächste Gebiet, was wir vom Eis befreien müssen, ne? Ich glaube nicht, dass wir... Kommen wir schon hoch? Ja, aber es macht keinen Sinn. Oh, die Karte! Ich glaube, die schnappen wir uns. Nun, ich habe auch nie gestern eine Fallenlies. Die Splitter waren einfach so scharf wie Glas. Für 250, jo. Verbindlichen Dank. Machen wir. Ui. Mit der Karte lässt es sich halt einfach interessanter, nicht nur für mich interessanter und spannender spielen, sondern auch für euch zum Zusehen. Ne, weil ich nicht einfach Wege komplett sinnlos doppelt und dreifach laufe, weil ich nicht weiß, geht's da doch nicht weiter oder vielleicht, oh Gott, oder vielleicht doch oder vielleicht auch nicht. Oh, das macht so wenig. Ach du Scheiße. Wie soll man denn da dran kommen? Genau so soll man da dran kommen. Ich verstehe. Lass mich in Ruhe. Oh, der hat ein Schutzschild? What the fuck? Seit wann haben die ein Schutzschild? No. Nein. Nein, nein, nein. Wir haben nur noch ein halbes Leben. Wo haben wir die denn schon wieder verloren? Ah! War so klar, dass sie uns nochmal trifft. Leun ist back. Der Leun ist back. Genau. Okay. Nochmal. Okay. Ja, komm, hau. Das war knapp. Nein! So. Alter, der hält viel zu viel aus. Ich habe gerade keine Lust, meine Fähigkeit zu wechseln. Dann würden wir zwar auch wieder mehr Schaden machen, ich weiß. Aber wir haben ihn. Wo muss denn das Feuerchen... Oh Gott, was? Zum Teufel? Okay. Oh shit. Wow, das hat direkt gereicht. Easy. Das war so ein richtiger Blindshot. Ich habe so weggeguckt und trotzdem geschossen und perfekt getroffen. Richtiger Lincoln. So. Ja. Haben wir dann auch noch was, wo es hier weitergeht? Haben wir theoretisch schon. Wir haben aber auch theoretisch noch etwas, wo wir hier lang könnten, oder? Nee, haben wir nicht. Es sieht halt so aus, als ob es... Doch, das geht eigentlich schon. Müssen wir das nochmal nach dahin irgendwie treffen oder so? Nee. Okay, nochmal. Ich weiß nicht, wenn wir die Eiswand da einmal... treffen. Nope. Frage an Marcel. Achso, Skyward Sword. So, Moment mal. Moment mal. So. So. Ja, dann geht es tatsächlich kaputt. Okay, nice. Noch für ein paar Geisterlichter. Okay. Nein, bitte nicht verletzen. So. Okay, sehr schön. Oh, schon wieder so einer hier. Aber die sind eigentlich, ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man im richtigen Moment einfach hochspringt und ihm dann aus seiner Deckung, ja, angreift.
trifft der einen nicht, ne? Sehr schön. Ich hätte nur noch mal ganz gerne die Energie da oben, obwohl wir sind von der Energie fast voll. Aber ist ja nicht schlimm. Jo, morgen Vormittag ein bisschen Skyward Sword Action hier. Nice. Okay. Okay, wir werden vermutlich das Tor irgendwie aufmachen müssen. Aber fragt sich nur, wann? Müssen wir da jetzt hin? Müssen wir das Tor irgendwie jetzt aufkriegen? Wir machen mal den hier auf B. So. So. Ne, wir kommen jetzt hier noch nicht hoch. Das geht nicht. Okay, dann gehen wir den Weg vielleicht doch erst nochmal zurück wieder? Oder what? Ich vermute mal, dass ungefähr die Spielzeit wie Twilight Princess hat. Kann ich nichts zu sagen. Ja, aber hier oben haben wir halt auch nichts übersehen, ne? Wir gehen den Weg hier nochmal zurück. Ach so, wir können ja den hier dafür nutzen, ne? Moment. Ah, ey. Dann töten wir den halt nochmal eben kurz. Oder er uns. Okay. Ich habe jetzt nämlich gerade nichts gesehen, wie wir den hier am besten... Aber die einzige Chance, hier rauszukommen, ist wieder den Suppentopf zu benutzen. So. Glaube ich zumindest. Ja, okay. Ja, wir müssen jetzt erst nach hier oben, ne? Ich glaube schon. Wissen wir? Ich glaube schon. Ah, ich will auch nur da hoch. Oh nein, warum? Scheiße. Okay, wie kommen wir da hoch am besten? Wie kommen wir da am besten hoch? Die können wir ja nicht benutzen, ne? Die können wir nicht benutzen. Moment. Wir können einmal unseren Dreifach... Achso, wir haben den Dreifachsprung ausgerüstet. Oh, okay. Oh, scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Nein, hallo, ich verdrück mich immer... Belastbarkeit und Dreifachsprung. Wo ist er? Da. So. Ja, easy. Habe ich voll vergessen, dass wir... Das Vieh sieht wirklich aus wie eine Leune. Hat mit Breath of the Wild voll die Schnauze voll. Du hast mit Breath of the Wild voll die Schnauze voll? Okay. Zu viel gespielt, oder was? Oh. Oh. Okay. So ist es dann natürlich ein bisschen einfacher, ne? So kommen wir auch an das Geisterlicht hier dran. So. Ah, ich habe an diesen Dreifachsprung mal wieder nicht gedacht. Okay. Ah! Ich, wie sollen wir denn da hochkommen? Moment. Nee, ich meinte, ob du mit Breath of the Wild Schnauze voll hast, weil du nicht mehr spielst. Nee, doch, doch. Ich hatte nur keine wirkliche Zeit die letzten Tage. Doch, doch, nee. Zelda kommt auch noch. Ich hab ja gesagt, ich hab doch gesagt, ich zieh das DLC auf jeden Fall noch durch. Hab ich ja gesagt. Und wenn ich das sage, mache ich das auch. Ups. Aua. Hä? Das waren schon drei? Nein. Lass mich da hoch. Nein, hallo.
Aua! Okay. Okay. Ein Erdstück, immerhin. Na, immerhin. Wir müssen uns die Geisterdichter von da unten nochmal schnappen. Das hat er nicht gespeichert. Ich habe immer vergessen, dass wir diesen Gleitschirm hier haben. Ich habe mich immer so... Depp. Johnny Depp, Depp, Depp hier mal runterfallen lassen. Okay, das war gespeichert. Merkwürdigerweise. Okay. So. Hä? Ein Dreier, ein Doppelsprung hätten wir eigentlich noch gehabt, aber okay. Oh, ich bin doch gesprungen. Ich war schon wieder. Unser Leben sah so gut aus und jetzt so eine Scheiße wieder hier. Aber hier ist kein Durchkommen. Hier ist kein Durchkommen. Okay, dann müssen wir erstmal weiter nach oben. Nein, halt dich doch fest. Okay. Aber so ist es eigentlich relativ leicht hochzukommen. Hoffe ich zumindest. Ah! Komm her. Okay, vielleicht sollten wir den rechten nehmen erstmal. Ja, genau. Okay, easy. Kein Problem. Perfekt. Frag dich nur. Oh, ich hasse diese Crabsens. So, okay. Oh, shit. Okay. Okay. Oh, nee, nicht schon wieder so eine Aufgabe. Oh, nein, nicht schon wieder so eine Aufgabe. Oh, nein. Hast du das gesehen? Fast schon anmutig, wenn man sie aus sicherer Entfernung betrachtet. Shriek hat erst hier oben gejagt, nachdem der Wind so eisig wurde. Ich bin ja auch selbst ein Wanderer, aber ich bezweifle, dass der Vogel die Spitze nur aus Neugier durchstreift. Vielleicht ist diese eisige Einöde immer noch schöner als ihre Heimat? Brr. Okay, okay, okay. Ich sehe schon kommen. Oh, wie kommen wir denn da hin? So kommen wir hier hin, okay. Aua! Okay. Huch. Das tut uns ja weh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße. What? Okay, Moment. Oh, hat uns das nach oben katapultiert. Okay, okay, okay. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum das uns jetzt so weit nach oben katapultiert hat, aber es, aua, hat so hingehauen. Huh, okay, nice. Lebenskraft, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Bei mehr als 50% Gesundheit, was wir zu 90% nicht haben, verursachst du Bonusschaden. Wäre schon nice, wäre echt nice, wenn... man nicht so spielen würde wie ich und immer voll viel auf den Arsch krieg. Bin ja mit meiner Katze bis zum Wochenende allein zu Hause. Bist du alleine zu... wie alleine zu Hause? Wohnst du noch bei deinen Eltern oder mit einem Freund zusammen oder wie? Oh. Okay. Das hätten wir. Dann geht es jetzt rechts. Oh. Vielleicht sollten wir mal schauen. War da... oh, shit. War da unten kein Durchkommen? Ich würde mir schon am liebsten irgendwie das Portal hier masten. Ah ja, hier war ja diese... okay, 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 okay. Ja, ja, okay. Hier war die Eiswand. Da kommen wir noch nicht hin. Okay. Okay. Aua! Ori! So. Huh. Sehr schön. So. Und dann geht's erstmal hier rechts weiter. Mit meinem Freund, aber ich...
aber habe ich schon mal geschrieben. Dass du einen Freund hast, wusste ich ja, aber dass du mit dem zusammen wohnst, das wusste ich jetzt nicht mehr, okay. Okay, hier brauchen wir wieder Feuer. Eis, Eisleune. Aua, geh weg. Ja, gib ihm. Ah. Okay, einmal noch. Ich will jetzt immer so viel wie möglich Energie sparen. Da oben gibt es wieder ein Secret. Da oben gibt es nochmal einen Schlüsselstein. Da kommen wir jetzt noch nicht hin. Wir brauchen erstmal... Ich glaube schon. Wir brauchen erstmal das Feuer, oder? Ja. Ja, brauchen wir. Brauchen wir... Kommen wir denn hier durch? Oh, wie sollen wir denn das anstellen? Ah, okay. I see. Moment. Hä? Okay, das dürfte gar nicht so schwer sein. Passt mal auf. Hä? Jetzt passt mal auf. Das dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein. Okay, passt auf. Passt auf, passt auf, passt auf. Das machen wir so. So. Gehen instant runter, warten bis es kommt und machen den hier. Man sollte natürlich nur treffen, aber es ist nicht schwer. Nein, nein. So. Und so. Juhu. Er ist zurzeit in Köln beruflich. Oh, okay. Was macht denn er? Oh, das Wasser ist ebenfalls geschmolzen. Okay. Oh. Okay. Dann lass uns noch mal... Jetzt brauchen wir natürlich die Schlüsselsteine für den Baum da rechts. Okay. Okay.